Leute, hier ist eure Nenadel. Heute mit folgendem Thema. Ich habe mein Wohnzimmer umgestaltet. Das ist im wunderschönen Türkis gehalten und habe natürlich keine passende Gardine gefunden. Überall nachgeguckt. Deshalb habe ich mir gesagt, nein, nichts gefunden, mache ich selber. Bin fündig geworden, habe dieses tolle türkise Ösenband gefunden und habe mir auch dazu gleich diesen tollen weißen Stoff rausgesucht. Ja, und jetzt würde ich einfach mal versuchen, mir selber eine Gardine herzustellen. Was wir dazu brauchen, Stecknadeln, eine Schere natürlich und mein bestes Stück, die Nähmaschine. So, fangen wir einfach mal an. Im Grunde ist es eigentlich total einfach, aber es gibt natürlich wieder einen Haken an der Sache. Und zwar heißt das, es gibt ein Raffverhältnis zu beachten. Sprich, wenn euer Fenster ungefähr so breit ist, müsst ihr euer Ösenband und den dazugehörigen Stoff mindestens um die Hälfte länger bestellen, sprich ungefähr diese Länge. Aber meine Empfehlung ist, ungefähr das Doppelte zu beachten, wäre quasi diese Länge. Weiterhin solltet ihr natürlich beachten, dass ihr eine gerade Ösenanzahl bestellt. Das heißt, wenn das jetzt eure Gardine ist, würdet ihr die so auf die Gardinenstange einfädeln und habt natürlich beide Enden in eine Richtung. Würdet ihr natürlich eine ungerade Zahl bestellen, heißt, würde das so aussehen, und das will ja keiner, ne? Wenn ihr schon etwas geübt seid, könnt ihr das Ösenband mit dem Stoff gleich in einem Ritt zusammennehmen. Das würde dann quasi so aussehen. Ihr nehmt das Ösenband, klappt die Lasche nach oben, legt den Stoff ein, so, klappt die Lasche wieder zusammen und könnt anfangen mit Nähen. Für den Fall, dass ihr nicht geübt seid, ne, nehmt ihr einfach die Stecknadel zur Hilfe, nehmt das Ösenband, klappt die Lasche nach oben, legt bündig den Stoff in die Lasche ein, klappt die Lasche wieder zusammen und fixiert das Ganze mit einer Stecknadel. So, und das machen wir, bis wir am Ende sind. Jetzt nehmen wir das Ganze einfach zusammen. So, das haben wir jetzt geschafft. Ganz zum Schluss müssen wir jetzt nur noch einen Saum nähen. Und das geht ganz einfach. Wir nehmen einfach das Ende des Bandes, schlagen das einmal um und fixieren das in der Nähmaschine. Für die, die ungeübt sind, können natürlich wieder die Stecknadeln zur Hilfe nehmen. Ich mache es aber gleich so. Der Saum wird natürlich beidseitig und auch unten genäht. Logisch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, wir sind fertig. Super, so gefällt mir das. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Nähnadel. Tschüss.